Hallo zusammen, hier ist wieder Ottila und Topschi für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Wir sind mal wieder in Corfia unterwegs und dort sind wir hier relativ weit unten bei den Koordinaten 26, 51 und da seht ihr schon, habe ich mit dem Addon Handy Notes einen kleinen Marker und dort können wir uns einen Mount holen. Und zwar haben wir da einen Mob, der schimpft sich Dämmerlichtmaterialchen. Und wenn man der ein paar Eier gibt, und zwar wir brauchen insgesamt 10 verlorene Klingenschwinger-Eier und dann können wir quasi diese Eier abgeben und mittels der Eier bekommen wir dann einen Mount. So, wie funktioniert das jetzt genau? Wir brauchen eine Materialie und das sind diese Eier, wo habe ich sie? Hier, verlorenes Klingenschwinger-Ei und die bekommen wir eigentlich tendenziell von diesen ganzen Verschlinger-Mobs. Ich kann jetzt euch mal kurz gucken, solche, da unten liegt so einer und dort gibt es eigentlich zwei große Spots, wo die quasi farmbar sind. Wenn dann hier in dem Bereich gibt es Verschlinger-Mobs. Und in dem Bereich hier oben gibt es diese Verschlinger-Mobs. Hier laufen einige Elite auch rum. Ich würde euch empfehlen, hier oben die zu farmen. Ja? Ich kann das euch auch gleich mal mit meinem zweiten Account noch zeigen. Also ich bin jetzt gerade hier an dem Spot hier oben. Und hier laufen so viele Viecher rum, also dass diese ganzen Mobs können das droppen. Und hier gibt es eigentlich auch immer Gruppen, die farmen. Ja? Es funktioniert so, dass ihr von diesen Eiern auf einem Char nur 2 am Tag farmen könnt. Den ersten am Tag bekommt ihr eigentlich nach wenigen Mobs und den zweiten, das dauert dann meistens irgendwie so 20 Minuten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem. Ne? Ihr könnt aber kein drittes Ei farmen, also es sind auf 2 gecapped, ihr braucht insgesamt 10 Eier, die könnt ihr auf einmal abgeben oder nacheinander, das ist vollkommen egal. Heißt, ihr braucht, wenn ihr jeden Tag euch beide Eier farmt, halt 10 Tage, klar. Ihr könnt natürlich auch das in einem Monat farmen, da mal ein Ei, am 5. Tag ein Ei und so, das ist vollkommen egal. Ne, aber ihr kriegt halt am Tag, an einem Tag kriegt ihr maximal 2 Eier. Wenn ihr es auf die chillige Version macht, holt euch jeden Tag ein Ei, geht ihr her, haut 20 Mobs um, habt ihr ein Ei und müsst nicht lang farmen. Wenn ihr es halt strecken wollt, wenn ihr es halt hardcore farmt, dann macht ihr halt immer eine Farmgruppe auf und farmt hier eine halbe, dreiviertel Stunde, dann habt ihr auf jeden Fall das zweite auch. Was gebt ihr einem Tool? Und zwar, wenn ihr hier einfach Egg eingibt, für Englisch Ei, dann sind da ein Haufen Gruppen drin. Ihr seht, selbst am frühen Nachmittag hat man hier einige Gruppen, da einfach reinjoinen und die meisten farmen dann auch hier oben an dem Farmspot. Gut, so viel sei dazu gesagt. Jetzt würde ich sagen, geben wir mal die Eier ab und schauen mal, ob das klappt. Übrigens, über das Addon Handy Notes seht ihr hier oben auch Dämmerlichtmaterialchen und dann in Klammern 8 von 10. Also ich habe schon 8 abgegeben und 10 brauche ich insgesamt. Das zeigt euch das so ein bisschen an. Finde ich eine praktische Sache, weil wenn ihr das über mehrere Tage oder Wochen macht, also ich rede jetzt mal für mich, ich merke mir das nicht, wie viel ich schon abgegeben habe oder verzähle mich da tatsächlich. Gut, also wir haben die Eier im Inventar, jetzt können wir hier draufklicken. Und dann verschwindet ein Ei, wir haben das abgegeben, man kriegt dann auch so ein nettes Emote drin, also hier die Dämmerlichtmaterialchen, ne, schaut uns von oben quasi an und kreischt so ein bisschen rum. Und jetzt können wir nochmal eins abgeben und jetzt müssten wir eigentlich einen Mount kriegen. Sie kommt runter. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Mal gucken, ob sie mir ihr Mount gibt. Jetzt steht sie da und tada, ich habe das Mount tatsächlich ins Inventar bekommen. Und ja, damit sind wir jetzt am Ende der Reise angelangt. Ich habe tatsächlich jetzt nicht jeden Tag 2 Eier gefarmt, sondern manchmal nur 1 mitgenommen, manchmal 2 gefarmt, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir lernen das Viech mal und schauen uns dann einmal an. Lichtklingen-Schwinge, so rum, die Materialchen war ja die andere. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Mount, hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Hunter Class Hall Mount, oder? Würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal das Mount Special. Okay, das Mount Special haut mich jetzt nicht um, es kreischt nur. Ich hatte jetzt gedacht, das macht irgendeinen krassen Flugmove oder so, weil das sieht schon aus wie ein Flugmount tatsächlich. Weil gut, die Materialien fliegt auch, ne? Es hat hier auch so Federn. Große Flugfläche hat es jetzt nicht, aber ja, ist mal was anderes. Sieht ganz nett aus. Und von der Art gibt es, glaube ich, noch ein paar mehr hier in Corfia. Die werden wir uns dann aber dementsprechend anschauen, wenn ich soweit bin und mir die auch gefarmt habe. Übrigens, über das Handy Notes Addon könnt ihr hier noch so andere Sachen tracken. Die werden wir uns dann auch noch angucken, wenn ich dementsprechend soweit bin. Gut, für das kleine Video soll es das gewesen sein. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.